wir müssen das sehr romantisch nehmen, denn in einer solchen drastischen Zeit neigt man zur Romantik. Wenn nun Bomben über dir hinweg sausen und irgendwo in der Nähe auch was einschlägt, dann sucht man einfach die Nähe des zweiten Menschen, den man da bei sich hat. Und man vergisst eigentlich die Bomben und man vergisst den Krieg und man vergisst die stehende S-Bahn. Man ist sich nahe und neigt zu dem, was alle Menschen, wenn sie sich nahe sind, gerne mögen. Dazu neigt man dann. Du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass du dann in den Bombennächten die Liebe in der S-Bahn betrieben hast. Selbstverständlich habe ich. Aber selbstverständlich, das hast du nicht mitbekommen, bist du schwerfällig, Herz. Ja, guck, bist du schwerfällig. Is only a memory now. The wartime generation is fading away, and the country seems determined to create a shining vision of the future. But a culture is also constructed of memories. Some loom large, others are hidden. Half a century ago, the Nazi regime set out to rid the German nation of homosexuality. Close to 100,000 men, most of them from German Christian families, were arrested. An estimated 10 to 15,000 were sent to concentration camps. Today, fewer than 10 of these men are known to be alive. Ja, guten Tag, Karl, grüß dich, Klaus. Heute passt ihr nicht so. Soll ich denn einfach mal vorbeikommen und guten Tag sagen zumindest, damit wir uns mal wieder sehen? Ja, ist gut, dann komme ich so gegen 3 vorbei und wenn du mich loswerden willst, schmeißt du mich raus, das ist ja prima, ne? Mein Lieber, das ist schön, freue ich mich. Gut, bis nachher. Ciao, ciao. You have to imagine, I grew up in Germany and I never ever heard about the persecution of homosexuals in Nazi Germany. I did not know anything about the generation of my grandfathers, my gay grandfathers, and that I could be raised in a country where 2 generations ago they were persecuted, they were sent to concentration camps and many of them were killed, and I did not know anything about it. I did not have a past at all. And it took a long time before I realized that some of these people still must be alive. It's a little bit too late in a way, coming now after 50 years and telling them suddenly that
their story is very important and we would like to hear it, and it's very valuable, and we recognize them. I mean, they're at the end of their life. And suddenly they are supposed to believe that, whereas all their life they are told, whatever you went through, we don't want to hear it. I don't think so. Oh, über die KZ habe ich auch allerhand schon erzählt. Ja. Haben wir gedacht, musst du denken, es ist 50 Jahre, über 50 Jahre her, da hat man zu viele andere Eindrücke und bessere Eindrücke als wie solche Scheißkram da, ne? Guckst du, werden sie nach und nach alle rausgerissen. Ja. Warum reißt du die eigentlich alle raus? Ja, ich schmeiß weg. Das sind unangenehme Erinnerungen, weißt du, nicht? Ich habe auch der Bremen schon mal, der Bremen habe ich mal gestochen, aber nee, das möchte ich nicht mehr. Das ist für mich Vergangenheit und aus, ne? Oh la la! Je suis venu, on va faire très court. Fait. Très court. Sinon, je ne peux pas. Oui. Laisse-moi. Non, ça va. Je ne suis pas mort encore. Ah. Ça, non, non, oui. Alors? Je m'étais juré que je ne donnerais jamais la main à un Allemand. Vous me rendez compte? Et là, vous êtes là. C'est terrible, ça. Vous ne pouvez pas le comprendre, parce que vous n'êtes pas de la même génération, vous êtes jeune. Et ça, c'est une difficulté entre nous deux aujourd'hui. Vous faites beaucoup de volonté pour me comprendre, et moi, j'évite de ne pas vous faire mal. Parce que c'est difficile de parler de cette période. Das ist die Schwanburg. Die ist hier. Das war ein Tanzlokal. Auch normales. Und an bestimmten Tagen wurde es von der Schwulität gemietet. Dann war die Freude groß und die Schreierei noch größer. Und da wurde dann schwul getanzt. Und alle Augenblicke schrie dann einer, auch um die zu tucken, ein bisschen munter zu machen. Polizei kommt. Alles rannte wie, raffte die Röcke und lief weg. Und das war gar nicht, kam gar nicht die Polizei. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, wie es damals zugegangen ist in Berlin. Seit dem Kriege, also 14, 18 war das ja, ging es holter die Polter. Und da tanzten Männer für sich, ja, Frauen tanzten da auch zusammen. Das war in Berlin im goldenen Jahr, ja. I think in whole Berlin, you were free, you could do what you wanted.
We had three very well-known clubs. One was in the north, where proletarian girls came, usually in their Sunday best costume, the smoky costume. I was a bit scared, I must say. If you have never seen boyish and masculine lesbians, and there's such a heap of them, I was surprised. I had to get used to it. And funnily enough, I saw one woman which looked a little bit like Marlene Dietrich. I don't know. Anyway, I wanted to get to know her, but she didn't care for me, of course. I was a silly little girl. But she is the one I saw occasionally later on who saved my life, because she was the one who sent me this permit. She went to England before. By the 1920s, Weimar Berlin had become known throughout the world as a homosexual Eden. Berliners largely ignored paragraph 175, Germany's anti-sodomy law, enacted in 1871. But as long as the law existed, so did the threat of blackmail and prison. A movement arose to abolish paragraph 175, led by Dr. Magnus Hirschfeld, a scientist and pioneer in sex research. He was also a socialist, a Jew, and a homosexual. Hirschfeld's Institute for Sexual Science in Berlin drew international acclaim. Growing numbers joined his campaign for homosexual emancipation in Germany. It seemed that a new era of freedom was dawning. Well, I'm born 1906 in a small little German town on the mountains. My father had a baker shop, and on a very lovely spring day, I walked near a river and I met a very old man. He was 45 years. I was 18 and he was 45. I was very happy, and I went for 3 days in his home and lived with him, and we make, of course, love together. And I lived with him for about 10 years. Für mich fing plötzlich der Sport an, im Mittelpunkt meines Lebens zu stehen. Es war ein zweiter Magnet, war ein blonder, jüdischer blonder Sportlehrer da. Na sowas. Ganz schlank und ganz sportlich und schön.
Und der nahm mich mit in die Dusche. Jetzt duschte ich und ich duschte mich und er duschte sich. Und ich sprang ihn an. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man den bösen Lehrern nachsagt, die Päderasten sein sollen. Ich sprang ihn an. Ich stürzte nach Hause zu meiner Mutter und sagte, Mutti, ich habe heute meinen ersten Mann gehabt. Du bist hier geboren. Hier geboren. Aber nicht in der Wohnung. Im Aufgang, eine Etage tiefer. He was born downstairs and he had his little room. This is a little room in the entrance. It's very small. And in this little room, everything happened with this, with the other boys. For decades, the youth movement had beckoned to restless young Germans. From nudists to socialists, from Zionists to German nationalists, thousands answered the call. Far from prying adult eyes and Prussian discipline, they proclaimed a romantic vision of the world, celebrating nature, friendship, and the human body. Some vowed abstinence. Others gloried in their sexuality. Hast du vergessen? Heinz? Habe ich nicht vergessen. Hast du nicht vergessen? Daran? Hier hinten? Seitlich? Stand die Couch? Die ist jetzt zugebaut. Durch die Kartons. Das war ihr Zimmer, ne? Ja. Jungenbude. War vollkommen bündisch, die Wände mit Fotos, mit Klampfen, die Gitarre hing an der Wand. Since Heinz was 12 years old, he had sexual relationship with other boys. All the time when he was in the Boy Scout groups. He had sex with other boys and with some of the leaders, which were 20 or 21. And later on, he was a leader. Der Landesmarktführer war ja ich, am Schluss aber erst. Verhaftung. Wir, ich, mit meiner Gruppe konnten noch ein halbes Jahr bestehen bleiben. Und dann rückten die Hitlerjugendgruppen mit Schlagringen bewaffnet. Es gab also überall erheblichen Widerstand.
aber die waren stärker. Und zahlenmäßig uns weit überlegen. The Nazi Party, founded after Germany's downfall in World War I, had its own plans for German youth. Aryan purity would rescue the fatherland from the shame of defeat and unveil a glorious future. The Nazis set out to transform the nation into a unified fighting force. Meine Mutter kam von einer christlichen Familie. Der Vater ist Jude. Die Mutter trat über. Als Hitler dann kam, fing es schon sich an zu verändern. Denn die deutschen Knaben, die in der Hitlerjugend waren, mussten sich von ihren Eltern die Uniform kaufen lassen. Und da strebte nun jeder, was schneller diese Uniform zu haben. Und es färbte sich die Klasse innerhalb von 4 Monaten in Braun. Mit schwarzen Höschen und oben braun. Etwa nach 4 Monaten Hitler hob schon jemand seine Hand und sagte, kann ich mich woanders hinsetzen? Ja, warum denn? Hier stinkt es so nach Knoblauch. Ich wusste überhaupt nicht, was Knoblauch ist. Wir haben keine Kissen. Erst jetzt, wo ich alt bin, merke ich, wie günstig Knoblauch ist. Das war die erste Anspielung auf Juden. Juden essen Knoblauch. Juden sind Knoblauchfresser. Kann ich mich nach hinten setzen? Ja, warum? Hier stinkt es so nach jüdischen Schweißfüßen. Da war es schon ganz deutlich. Und das dauerte keine 2 Monate. Ich saß allein auf der ersten Reihe. Und die verzogen sich von mir. Die zogen sich zurück im wahrsten Sinne des Wortes. We call it the Yom Kippur Jews. They were not very religious, my family, but we did hold the holy holidays. That's why we call ourselves the Yom Kippur Jews. The time was very bad. People couldn't get work. And the inflation was a horrible thing. At first, we didn't believe it. We laughed about him. That such a person like Hitler, that the people would stay behind him. Promises, promises. They believed it. On commençait à parler d'Adolf Hitler quand même en Alsace. Mais on le chuchotait, on ne disait pas. Et on savait qu'il y avait des choses qui se préparaient. Mes frères aînés partaient à l'armée, ils étaient mobilisés. Et on a vécu dans une peur de la guerre. Je me souviens seulement d'un discours que j'ai entendu à la radio, Voltir Butter oder Kanone. Et les gens ont crié Kanone. Et là, mon père a eu peur.
gehen Sie mal nein, weiter drehen, die Kamera weiter rüber drehen. Dann sehe ich Sie ja nicht. Das ist ja nicht nötig. Ich will ja Sie haben. Willkommen. Who's that? That's me. Look at this. That's me. That is my friend from New York. He was my first exotic lover. I went to see him 1934 in New York. When I came back, the Nazis reigned that time, and there was an officer. His name was Röhm. He was a homosexual man. Everybody knew it, but the homosexual people were quite sure that nothing would happen, because one of the government men was like them. Ernst Röhm had been Hitler's ally from the beginning. In the early 1920s, Röhm built an unruly band of street fighters and embittered veterans into the SA, the Stormtroopers, a private militia to provide the raw muscle behind Hitler's grand vision. Opponents, eager to denounce the Nazis, publicized Röhm's homosexuality. Hitler stood by Röhm. Hitler's defense of Röhm was the exception. The Nazi Party had always forcefully condemned homosexuality. Irgendjemand hat mich mal mitgenommen in eine schwule Bar. Der wollte mir nur zeigen, wie das mit den christlichen Schwulen aussieht. Und da schleppte er mich in eine Bar. Und da war eine ungeheure Angststimmung. Und ich guck doch immer zur Tür, wer kommt jetzt rein? Und da erzählten mir einige. Früher war das alles so lustig, fröhlich. Aber das ist heute nicht mehr der Fall, denn Sie werden ja verfolgt. Ihr seid doch gar nicht verfolgt. Für mich war das keine Verfolgung, wenn die da so eine Bar offen hatten. Aber sie sagt, doch, die Bar ist ja eigentlich nur offen, damit man uns schnappt. Das Ganze wurde dann später bei den Juden wiederholt. Sie ließen den Juden so Zentren oder Treffpunkte. Man konnte sie ganz schnell dabei schnappen. On January the 30th, 1933, Adolf Hitler became Chancellor with the strong support of German voters. Within a month, the Nazis ordered most of Berlin's homosexual and lesbian nightclubs, dance halls, and bars closed. Four days later, on February the 27th, the German legislative building, the Reichstag, burst into flames. Hitler blamed the communists. The communists blamed the Nazis and spread false rumors that the man arrested was Ernst Röhm's secret lover. Taking advantage of the crisis, Hitler demanded and received emergency powers from the government. Within a month, the first of many concentration camps began to receive prisoners near the town of Dachau. 10 days afterwards, Hitler declared a nationwide boycott of Jewish businesses and services.
On May the 6th, Dr. Magnus Hirschfeld's Institute for Sexual Science was destroyed. Hirschfeld was abroad and escaped arrest. He would die in exile. 4 days later, the Nazis burned Hirschfeld's library, as well as thousands of books by Jews, intellectuals, leftists, and other so-called degenerates, in massive bonfires throughout Germany. On July the 14th, 1933, 6 months after coming to power, the Nazi Party became the only legal party. Most homosexuals saw themselves as Germans first and thought their national identity would protect them. Auf diesem Bild ist mein Vater zu sehen. Dies ist hier das Haus, das meinem Großvater gehörte. In diesem Hause haben wir auch gewohnt, in der ersten Etage, und in der zweiten Etage wohnten meine Großeltern. Da habe ich das alles übersehen gewissermaßen, habe ich gar nicht richtig mehr geschaltet. Aber ich habe es auch nicht so für so ernst genommen. Da hatte ich meine Eltern, hätte ich ja auch nicht im Stich lassen mögen. Das bin ich. War einfach lieblich und lächelte immer so süß. Aber hier kommt etwas Interessantes an diesem Bild, finde ich, da ist absolut nichts Jüdisches im Gesicht. Das ist ein kleiner Christ. Nicht? Ja, ja. Absolut christlich. Die Familie meiner Mutter war in Preußen. Ganz fromm christlich, evangelisch. Für die Tanten oder für die Familie war das was Furchtbares, denn die sagten, Kinder, nun ist er auch noch Jude. Er ist schwul, die werden verfolgt. Und er ist Jude, die werden verfolgt. Das kann kein gutes Ende mit ihm nehmen. Wir hatten mal den Plan, nach Shanghai zu gehen. War für jeden $1,000. Wo hatten wir $1,000 für jeden? Das wären $4,000 gewesen. Sie waren sich eigentlich sicher, sie werden uns tragen können. Über alle Zeiten, die kommen werden. Ahnte keiner, was kommt. By 1934, Hitler had forged powerful alliances with industry and the military. Ernst Röhm's ambition to further strengthen the SA at the expense of the army had become a threat. On June the 28th, Hitler ordered the execution of Röhm and 300 suspected enemies of the Reich. This massacre, the Nazis' first, would be called the Night of the Long Knives. One week later, Hitler cited Röhm's homosexuality as further justification for his murder and vowed to cleanse the entire Nazi party of homosexuals. The German opposition once again branded the Nazis as homosexual. The Nazis did more than denounce homosexuals, they stepped up persecution. Gestapo headquarters established a special department for the crime of homosexuality. Thank you.
In 1935, on the anniversary of Röhm's murder, the Nazis rewrote paragraph 175 to broaden the definition of illegal homosexual behavior. Party leaders considered including lesbians in the law, but decided against it. They viewed lesbianism as a temporary and curable condition. Women were seen as vessels of reproduction. A new government agency was formed, the Reich Office for the Combating of Abortion and Homosexuality. I have a very good intuition, and I had a feeling something horrible is going to happen. I made a decision, I go off in the country, and I did. When I was on the farm, what did we do? We were singing Hebrew, Hebrew songs. We were invaded by the Nazis and brought to prison. But not all Germans were aggressive and nasty. The wife of the policeman left the doors open on purpose, and we all escaped. The farm was partly burned down. I went in, and a miracle, I found my passport in this muddle and glass, without hurting myself. I went on the bicycle, and off I tried to go to Berlin. And this is where it happens, that the postman came on the bicycle from the other side and said, "Fräulein, I have a love letter for you." I opened it, and there was the English papers which let me come over to England. I could hardly believe it. Had I ever missed this letter, then I would have gone with my parents to Auschwitz. Lesbians were spared mass arrest. Researchers have uncovered no more than 5 cases of lesbians who were sent to concentration camps. But the social world they had created was destroyed. Some chose exile. Others married homosexual men. Most quietly disappeared from public view. Lesbians seemed to pose no threat, the Nazis saw male homosexuality as a contagious disease that corrupted and weakened the blood of the German people. When I got the first time to the police, and they asked me, "You are a homosexual man?" And I said, "Yes, I am. Everybody knows it." I never said I'm not. I had an affair with 3 or 4 students. And I was the bad man who seduced these students. I was 28. The students were 19, 20, youngsters. In their opinion, of course they are real men. Rief eines Morgens hier die Kriminalpolizei. Ich denke, was hast du mit der zu tun? Gar nichts. Nur ich sage, ich habe hier noch zu tun. Ich muss die Arbeit einteilen. Nach 10 Minuten rief schon wieder an. Jetzt noch mal die Kriminalpolizei. Ich sage, ja, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich gleich vorbeikomme. Ja, es ist aber sehr, sehr dringend. Oder so, ich denke, was haben die denn?
Und dann bin ich zur Kriminalpolizei gegangen und da zeigte er mir so einen Brief. Hier, lesen Sie mal. Bayerische politische Polizei. Sag ich, was habe ich mit der zu tun? Ja, Sie stehen im Verdacht, homosexuell zu sein. Und Sie sehen, sind hiermit verhaftet. Was sollte ich nun machen? Und dann ging es ab nach Dachau. Dann bin ich gleich von da aus ohne Verhandlung nach Dachau gekommen. Anderthalb Jahre habe ich dann da in Dachau gesessen. Ohne eigentlich zu wissen, warum und weshalb. Die Deutschen sind gekommen 1940 nach Elsass. Ich sage nicht die Nazi, die Deutschen. Und die Deutschen haben diese Dokumente gefunden. Und die haben unseren Namen gesehen auf dieser Liste von, wie sagt man, auch Schwulen. Und die haben uns wahrscheinlich gesucht, wie wir leben, wohin wir gehen, was wir machen. Und eines Tages musste ich nach der Gestapo gehen mit 12 Freunden. 12. J'ai été versé dans le camp de Schirmeck. À l'époque, c'était le camp d'internement de Schirmeck, das Sicherungslager von Schirmeck-Vorbrück. Si par exemple, quelqu'un qui boit, qui est sous, et qui chante la Marseillaise dans la rue. Mais attention, sous l'occupation allemande, il allait à Schirmeck. Des trucs comme ça. Mais il y avait aussi des communistes, il y avait des résistants, et il y avait mes 12 camarades qui ont été arrêtés dans une rafle au mois de mai 41. Under the Nazi version of paragraph 175, gossip and innuendo became evidence. Men could be arrested as homosexual for simply a touch, a gesture, a look. No one knew how long he'd be held or where his arrest would lead him, to prison or a concentration camp. Nachdem ich entlassen war von Dachau, ging ich dann auf eine Reise. Da wurde ich auch, glaube ich, schon beobachtet. Da war eine Frau, die immer hinter mir war. Wollte ich zum Essen gehen von meiner Pension aus. Und da kam ein Stricher her. Dann merkte ich schon, wie jemand immer hinter uns herging. Und dann zog er mich in so ein Gebüsch rein. Und ich sah, da ist jemand hinter uns. Ach was, sagt er, da ist keiner hinter uns. Und da ist passiert. Sie sind verhaftet, Bums. Da kam ich nach irgendwo in so ein Gefängnis zur Verhandlung. Das konnte ich gar nicht verstehen alles. Und während ich da war, wurden alle Homosexuellen abgetransportiert nach Mauthausen und sind fast alle. Ja.
umgekommen. Ja. Und dann kam ich wieder ins KZ. Und zwar nach Buchenwald. Zu Anfang noch Homo, glaube ich, oder was auch immer. Oder Paragraph 175 stand da auf dem ganz großen Buchstaben, auf den Jacken hinten. Soweit ich mich erinnere. Nachher nicht, da gab es denn Rosa Winkel. Und da begannen die Transporte zu der Zeit. Und jeden Tag verabschiedete man sich von anderen. Damals stieß ich auf die jüdischen, zionistischen, illegalen Verbände, die es gab in dieser großen Hauptstadt Berlin. Und wie sich alles zusammenschloss, was da noch übrig blieb, die ja auch genau wussten, in 4 Wochen oder 3 Monaten sind wir dran. Ich schaffe ihnen Quartiere, lasse sie zum Teil sogar auf meinem Boden oben im Haus wohnen. Also ich fand ein Bild hübsch, einen blonden Juden. Und so lud er mich wirklich ein eines Abends, sagte, du kannst ja über Nacht bleiben, brauchst ja nicht weggehen, lass uns Schach spielen. Und ich saß auf einem Bett mit ihm und spielten so auf den Knien und so weiter Schach. Wir machten das andere auch, es ging gar nicht anders. Schliefen wir beide vielleicht noch 2-3 Stündchen. Und dann klopfte es morgen an die Tür und es kam Gestapo, guckt nach. Er und seine Mutter waren auf der Liste und mussten nun weggehen. Ich zeigte meinen Ausweis. Du bist nicht auf unserer Liste. Hätten mich mitnehmen können. Und so verließ er und seine Mutter zum Bahnhof Grunewald. Und sie kamen nach Auschwitz. Es hatte einen ganz anderen Wert. Ein liebesvolles, eine liebesvolle Nacht. A pink triangle for homosexuals. A green triangle for criminals. Red for political prisoners. Black for asocials. Brown for Roma and Sinti, the so-called gypsies. Purple for Jehovah's Witnesses. And for Jews, a yellow triangle or the Star of David. By 1942, the final solution marked Jews throughout Europe for extermination. And transports began to death camps in occupied Poland. The official policy for homosexuals remained re-education. Since most were German Christians, almost all were spared the gas chambers. Instead, the Nazis selected them for slave labor, surgical experiments, or castration. Almost 2/3 perished in the camps. Il y avait là une hiérarchie. Je ne sais pas si on dit ça en allemand. Donc, le plus fort au plus faible. Il est quand même certain que le plus faible dans les camps, et ça tout le monde pourra maintenant le dire, c'était les homosexuels. Ils étaient tout à fait en bas, par terre. Hein.
Je n'avais pas 18 ans. Arrêté, torturé, frappé, sans aucune défense, ni procès, ni jugement, il n'y avait rien. J'étais tout seul là. Hein? Je ne parle pas sodomisé, je ne parle pas violé. C'est arrivé devant moi et devant 300 détenus, 300 häftlinge, 300. La mort de Shaw, mon ami. Il a été condamné à mort, mangé par les chiens allemands, les tergers allemands. Où ? À Schirneck. Et c'est ça que je ne peux pas oublier. Ich war nur froh, dass ich in ein normales Gefängnis gekommen bin. Ja? Das war wie ein Geschenk, sozusagen. Ja? Das war mein Leben verlängert. Und denn wenn ich ins KZ gekommen wäre, wäre ich nicht mehr am Leben. And then what happened once you got out of prison? I went back in the same village, the same shop, the same people. And the shop where I worked were only women. I didn't see any men, or not literally, but nearly. And so I said, if I want to be among men, I have to go to the army. And so I got voluntarily to the army. But why did... I joined only the army because I wanted to... ich wollte unter Männern sein. Und habe alle Leute fotografiert. Also ich habe überall immer gleich viele Freunde gehabt, ja. Militär war Ehre, Würde und Gerechtigkeit. Was die Nazis nachher draus gemacht haben, das hast du vorher nicht gewusst. Da warst du immer ein bisschen stolz drauf, auf diesen Militarismus, selbst wenn du ein Schwuler warst. Das ist die berühmte jüdische Familie meines Vaters in Wien. Wer hat überlebt? Welcher davon? Der hat überlebt und der. Ja. Alles andere ist umgekommen. Auschwitz. Zu dieser Zeit traf ich meine erste große Liebe, Manfred. Und es wurde eine fast dramatische Liebe. Ja, und dann war es aber eines Tages soweit. Ich kam am Abend in das Haus, ich wollte übernachten dort. Und da war sein Bruder. Wo ist Manfred? Na, unsere ganze Familie haben sie heute abgeholt. Und ich gehe wirklich zu dem Chef von Manfred und sage ihm, hören Sie, Sie haben den Manfred abgeholt. Mit der ganzen Familie. Die sind in der großen Hamburger Straße, in meinem Schulgebäude. Na, hast du denn Mut? Sagt er, so richtig deutscher Berber. Ja, ich hab Mut. Hör mal, sagt er, mein Sohn ist doch so groß wie du. Der hat die Hitlerjugenduniform. Gestern holst du mir raus den Manfred. Ich ging in die große Hamburger, ging da rein. Herr Littler, ich möchte den Obersturmanführer sprechen. Und der sagt mir ganz ruhig, dieser Gestapo-Fritze dort, da Sie bringen mir doch den zurück. Ich sage, was soll ich denn mit den Juden? Und geh mit ihm raus. Aus meiner Schule. 20, 30 Meter etwa. Ich weiß genau, welche Stelle es ist. Gebe ihm 20 Mark, die nimmt er auch und sage ihm, du fährst jetzt zum Onkel Bobby. Du weißt doch, ich telefoniere mit ihm und dann treffen wir uns dort, ich komme dorthin. Und er bleibt stehen
und sagt ganz ruhig, aber also ohne jede Erregung, ich kann mit dir nicht kommen, Gott. Wenn ich jetzt meine Familie verlasse, die kranke Familie, bin ich in meinem Leben nie frei mehr. Ich habe mit ihnen zu gehen. Ich bin der einzige Starke und Kräftige. Sagt nicht auf Wiedersehen. Dreht sich um und geht zurück in meine Schule. Ich ging entgegengesetzt von ihm fort. Ohne dass ich denken konnte, hatte ich den Eindruck, hier ist etwas für ewig zerbrochen worden. Der singende Wald. Da bekam jeder eine Gänsehaut. Was war der singende Wald? Im Erdreich waren Löcher, Betonlöcher in der Erde drin. Und wenn alle Leute, die zu verurteilen waren, die wurden hochgehoben, damit der Haken rastete. In der Judenbaracke war es ähnlich, denn das Drehen ist ja zusätzlich zum Hängen. Das hatte man für die Juden bereit. Das Gebrüll und das Geschrei war unmenschlich. Der singende Wald. Unerklärlich. Da versagt das Menschenhirn. Und vieles bleibt noch ungenannt. By mid-1944, the Nazi war machine began to collapse. The Soviets were advancing from the east, the British and Americans from the west. An aerial campaign of carpet bombing destroyed one German city after another. The concentration camps, however, were spared. Half a century later, some camps had been preserved as monuments to the past. Some have disappeared completely. Others have been restored and put to new uses.
Bonjour, bonjour madame. Ici où j'habite, c'était la baraque numéro 13. Ah oui, maintenant, voilà. Maintenant. Pendant la guerre. Jusque là derrière, c'était tout ça, c'était le camp. C'était ici même, c'était ça le camp. Oui. Que soit des prisonniers, ça a été à Gemme. C'est plutôt les prisonniers politiques, vous aviez les homosexuels, vous aviez les chômeurs, vous aviez... Moi, je ne sais pas tout ce qu'il y avait là-dedans. Maintenant, les gens ici parlent des camps du Gemme. Oh, les jeunes, ils savent pas, ils n'ont pas vu. Parce que quand les jeunes qui sont là, ils sont arrivés ici, il n'y avait plus rien, c'était démoli déjà. Oui. Hein? Il n'y a que les anciens comme nous qui ont vu ça quand ils étaient gamins et puis... Oui. Hat man damals gewusst, dass Homosexuelle zum Beispiel ins Lager kamen? Man wusste das nur, aber woher, das weiß ich nicht. Vielleicht auch durch die Zeitung. Umschreiben kann man ja alles. Und dass dort auch Juden vernichtet wurden, das wusste man auch? Ja, ja. Von den großen Konzentrationslagern in Österreich. Oder? Hat man da keine Angst gehabt? Ja und nein. Ich glaube, dass die Menschen sehr schnell abgestumpft sind. Wenn so etwas über Jahre geht, und im Anfang waren es ja eben bloß Lager, und dass aus diesen Lagern Todeslager wurde, das weiß man am Anfang nicht. Da sehen Sie, warum ich 40 Jahre lang nichts gesagt habe und ich bin 90%ig Kriegsinvalide. Ne? Mein Arsch ist noch blöder, heute noch. Die Nazis haben mir Holzen von 25 cm in den Arsch gemacht. Glauben Sie, dass ich das sagen kann, dass es für mich gut ist? Das ist für meine Nerven ist das zu viel, Klaus. Das kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr machen. Ich habe eine Schäme für die Menschheit. Es ist eine Schäme, eine Hunde. Wie lange sind Sie in Konzentrationslagern gewesen? Zusammen? Ich habe mal zusammengerechnet. Ich glaube, 8¼ Jahre. Was haben Sie gemacht? Als sie zurückkam? Ja, wieder nach Hause kam. Ja. Ja, da bin ich ins Geschäft, ins elterliche Geschäft gegangen. Das mein Bruder führte, mein Vater war ja gestorben. Haben Sie Ihrem Bruder oder Ihrer Mutter erzählt, was passiert ist in den Lagern? Ich habe mit meiner Mutter nie drüber gesprochen. Mit meinem Vater konnte ich mal drüber sprechen, aber... Warum nicht? Aus Scham. Meine Mutter hat doch nie was gesagt. Das ist alles geduldig getragen. Aus Scham, worüber? Meine Mutter meinte, die aus Scham gespürt. Oder aus überquellendem Mitgefühl vielleicht, um mich auch nicht zu beleidigen. Oder es mir noch schwerer zu machen. Nicht ein Wort hat die. Für heute ist es ganz schwer vorzustellen, dass Sie
diese schrecklichen Jahre überlebt haben und zurückkamen und jetzt keinen drüber sprechen konnten, ja. Hab nie mit jemandem drüber gesprochen. Hätten Sie gern mit jemandem darüber gesprochen? Vielleicht. Vielleicht mit meinem. Haben Sie später mit anderen darüber sprechen können? Nee. Das wollte auch keiner hören, wenn man bloß irgendein Stichwort sagt. Aber lass mich mit dem Kram zufrieden. Ich bin nur vorbei und damit ist erledigt. Jetzt ist ja für mich auch eigentlich alles vorbei. Im September werde ich 93. Dickes Fell, nicht? I can't tell you.